3, 2, 1, Klick. Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Blau und Rot. Oder andersrum. In der Custom Solink Nuzlocke. Ja. Dass der sich beim dritten Mal immer noch nicht mein Gesicht gemerkt hat. Ich werde noch eine Beschreibung schreiben, wo dann auch alle Regeln drinstehen. Oh, die darfst du mir dann kopieren, bevor der erste Part kommt, damit ich mir die... Alle Regeln. Ja. Wenn du die auswendig weißt. Ist meine. Ich bin nicht sicher, ob ich sie weiß. Okay. Ich spreche mit dem Typen. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zu See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Sind wir eingeladen? Da ist ja noch ein Stockwerk nach oben. Sind wir geladen? Sind wir auch geladen? Was denn? Geh gleich die zweite Treppe rauf. Okay. Das müsste dann das Frontdeck sein. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Warte mal. Aber das hier war doch nicht der. Da war doch nicht die Kajüte. Ne, hier geht's raus. Oh Gott sei Dank, ich wusste es. Genau, oh nein, ein Gegner! Ahoi, Seemann! Bist du seekrank? Ah, der da. Ein Macholo. Was ist effektiv gegen Kampf? Psycho. Oh, echt? Zu wissen, es Metmodul ist dran. War das alles? War das alles, was effektiv dagegen ist? Flug? Da war keine Flugattacken. Bibor! Nicht vielleicht. Ich habe Tropius immer gegen den Kampf. Was passiert, wenn ich Käfer gegen ihn einsetze? Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Okay, das ist also genau andersrum. Er benutzt schon wieder Säure, was zur Hölle? Ein Smackbo hält es nicht aus! Diese Säure? Das Tentara, das er danach hat. So bist du immer so schnell! Weil mein Smackbo mit Konfusion ganz gut arbeiten kann. Danke für den Tipp nochmal. Du hast Glück gehabt, sagt er. Du, ja, da Flo. Unten ist kein Kämpfer, oder? Der kämpft nicht. Brrr, ich fühle mich elend, an der frischen Luft fühle ich mich besser. Der andere Typ kämpft, der? Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja, wenn wir ständig hier rüberlaufen. Oh, der da kämpft. Hey, wie wär's mit einem Tänzchen? Hey, hier bist du jetzt nein, gegangen. Da. Ja, ich habe links unten angefangen und quasi im Uhrzeigersinn angesprochen und vorgelesen. Das heißt, der hier kämpft nicht? Nee. Der hier kämpft also auch mit nicht? Dem oben. Nee. Aber der hier kämpft dann, oder wie? Hey. Ja. Ja, genau. Das ist der letzte Kämpfer hier, potenziell, wenn der obere nicht kämpft. Oh, der hat auch Macholo, genauso wie sein Kumpel. Ja, das ist irgendwie so ein Matrosen-Pokémon, weil die stark sind. Glut! Glut! Frag mich, was für eine Paralyse-Chance Body Slam hat. Mindestens 10% würde ich schätzen. Okay, bist du auffällig oder bin ich zuerst zu schnell gewesen? Ich lese ihn vor. Ich bin beeindruckt, sagt er. Fehlt nur noch der eine Typ, der nach oben guckt. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Ah ja. Dennis, ich bin nicht sicher, ob jetzt überhaupt noch Trainer kommen oder gleich der Rivale. Ja, aber das sind da nicht noch Kajüten? Geh ganz vorsichtig nach rechts. Wenn da keine Tür kommt... Okay, da kommt ist noch eine Tür, ja. Na, Gott sei Dank. Okay, noch ein Gentleman. Du musst jetzt reichen, damit es sich entwickelt. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Sieht ungefähr so aus. Okay, das danke für die Pokémon. Danke dafür. Kann ich in dem Bett schlafen? Wusste gar nicht, dass das gibt. Er hat auch Klopapier auf dem Tisch. Das ist kein Klopapier. Das ist ein Trainer. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Du bist also ein Angler? Sieht man dir gar nicht an. Fett halt. Die sehen irgendwie alle gleich aus in dem Spiel. Galdini. Nein. Tackle-Attacke. Los, Luflor. Mache dein mega effektives Absorber. Oh, okay, das war ja sogar relativ gut. Es hat mit rotem Schlag meine Verteidigung gesenkt. Tentacha, aber bei Tentacha muss ich mehr absorben, weil dadurch, dass das Viech Gift ist, ist Absorber nicht ganz so effektiv. Galdini. Kabuto erreicht Level 20. Ernsthaft? Ja. Hast du es immer wieder eingewechselt oder wie hast du das jetzt angestellt? Das ist die ganze Zeit an erster Stelle gewesen, seit ich im Schiff bin. Ja, das war's bei mir auch.
Achso, du hast einfach generell mehr Punkte. Ja, okay, verstehe schon. Ich hatte 400 Vorsprung, so lange kann es bei dir nicht mehr dauern. Einwechseln würde ich mich nicht trauen. Scheiße, ich habe ihn nicht gelesen. Hast du ihn gelesen? Ich kämpfe... Du hast alle drei schon besiegt, während ich beim zweiten bin. Hä? Also, du hast noch keine Entwicklungsscreen. Ich dachte, es ist schon mein Entwicklungsscreen. Nein, ich habe nur das Level-Up vorgelesen. Okay, gut, dann warte ich. Das war halt nach dem ersten von... Du kannst den zweiten ruhig schon besiegen, falls der kämpft. Oder ihn vorlesen. Ich lese den Typen dann vor. Oh, okay. Im Wettstreit mit den... Was? Mit der Jugend bleib ich jung. Alles klar. Okay. Der Angler sagt, okay, das war's für mich. Tschüss. Gabardon entwickelt sich. So. Er hat der Pikachu! Oh, der war das. Okay. Ich hab kein Boden-Pokémon. Glutexo! Deswegen. Gabardon erlernt Biss. Okay, Glut. Ach, der Typ kämpft also auch. Okay, das ist gut zu wissen. Glut. Volltreffer, Glut. Dönerschock. Okay, gut. Der kämpft mit einem Pikachu. Und Gabardon hat sich nicht gelevelt. Ah, das fühlt man sich. Da fühlt man sich gleich jünger. Okay. Oh, ich muss zum PC. Warum? Ich kann keine weiteren Items mehr tragen. Verarsch mich. Lass dir Zeit, ich kämpfe immer noch gegen Pikachu. Oder lass dir keine Zeit, mir aber. Ich wollte nach E heilen gehen. Also komme ich auch gleich raus. Ich traue mich nicht weiter nach rechts. Ah, da fühlt man sich gleich jünger, sagt er. Okay. Top Aether. Ich weiß nicht, wie weit es nach rechts noch PC geht, aber das ist die dritte Rot. Tür. Die dritte Tür ist jetzt die, bei der wir dann weitermachen. PC von Rot. Ich glaube jetzt gerade. Okay. Item ablegen. Was brauche ich denn nicht? Was ist denn das alles? Ich brauche keinen Detektor, ich habe die Webseite. Stimmt. Ja, ich weiß, ich bin ein dreckiger Cheater. Ich verkaufe das X-Spezial gerade für 175. Na, weiß nicht, verkaufen. Das X-Spezial, benutzt du sowas? Für gewöhnlich nicht. Ja, eben. Ja, okay, da hast du wohl recht. Also, ich leg das KP Plus mal ab. Nugget würde ich auch verkaufen, wenn ich du will. Ja, kann man es denn für nix verwenden? Du kannst, also, soll ich nachschauen? Ja, das fände ich sehr freundlich. Okay, warte. Okay, ich schau nach. So, ich bin auf der Seite von Raserei, jetzt gebe ich Nugget ein. Nugget ist ein Wertgegenstand, welcher in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde. Als Wertgegenstand erfüllt das Nugget keinen anderen Zweck als den Verkauf. Es zählt dabei zu den wertvollsten Items überhaupt. Okay. Verstehst du? Du weißt, was Wertgegenstände sind. Du hast mich überredet. Sowas wie Sternenstaub. Und, naja, Nugget, eins der ersten. Ja, keine Ahnung, meiner Meinung nach ist Sternenstaub als Sternenstaub. Gib ich dir Oxys und da freut es sich. Ach, wirklich jetzt? Nein, aber ich meinte, es ist das Weltraum-Pokémon, das wäre so am naheliegsten gewesen. Ich dachte, dem gibt man ein anderes Item, damit es seine Form ändern kann. Dafür muss man Steine ansprechen. Beziehungsweise Meteoriten. Aber nur in Diamant und Perl. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Sachen war. Kein Schimmer. In der einen Stadt. In der einen Stadt liegen Meteoriten. Die musst du ansprechen. Ja, ich weiß, wo die liegen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einen Deoxys habe in meiner vierten Gen. Das weiß ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es habe. Ich habe in der Diamant damals mit der Hilfe von zwei Freunden einen vollen Pokédex geschafft. Also. Welche Freunde? Ich weiß aber nicht, ob ich noch eins habe. Anjan und Joshua, wenn es dich interessiert. Die kenne ich beide nicht. Natürlich nicht, woher denn auch? Du hast Freunde, die ich nicht kenne. Es ist nicht so, als hätte ich die in den letzten 10 Jahren noch gesehen. Lol. Der Diamant, weißt du, wann die rauskam? 2005? 2006? Ja, und? Meine erste DS-Generation. Ist jetzt nicht so, als hätte ich da irgendwann noch Kontakt gehalten. Bist du wieder auf dem Schiff? Ja. Und ich bin nach oben gegangen, das war falsch, glaube ich, oder? Also du gehst links die erste Treppe. Ja, ich bin rechts gelaufen. Auf und dann rennst du runter. Kajüte 1 war ich schon drin, ne? Ja. In der zweiten auch. Kommt die dritte und dann noch eine vierte und dann kommt der Fight. Da ist ein alter Mann drin. Pokémon. Ah ja, in der zweiten ist aber noch mein Item.
Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Okay, die kämpfen beide nicht. Nächste Tür. Ach, hast du beide schon vorgelesen? Okay. Ja. Ich habe nur das dritte Gleiten gehört. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Wieso nicht beides? Ja, genau. Starke, seltene. Erdenfukano, Dennis. Wie alle Gentlemen irgendwie. Die mögen die Wärme scheinbar. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Los, Carpador, setz Tackle ein! Ich will auch ein Feuer-Pokémon im Team haben. Und im Worst Case wird's Flamara. Los, Carpador, setz Tackle ein! Los, Carpador, setz Tackle ein! Gegen Fukano kämpfen. Los, Carpador, setz Tackle ein! Wieso macht der noch Brüller, der Sack? Ja, ist das nicht positiv? Du bleibst unversehrt. Ja, aber Brüller macht doch... Das senkt doch irgendwas, oder nicht? Nein, Brüller verscheucht wilde Pokémon, deswegen ist es ja so nutzlos. Oh mein Gott. Die First-Gen AI. Schau dir mal Karatos an, wenn du es hast im Menü. Es sieht aus wie ein Dratini. Es ist wie so eine winzige... Wie so ein winziges Seepferdchen, ja. Au. Wo ist mein... Karatos, setz Platscher ein. Los, du Texo. Nichts passiert. Setz Kratzer ein. Du machst jetzt erst auf Platscher mit deinem Garados? Nein, aber ich weiß ja, was da stehen würde. Er okay, Glutexo, setz Kratzer ein. Dein Glutexo hat doch stärkere Attacken als Kratzer, oder nicht? Kratzer, Raserei, Glut und Silberblick. Ach, immer noch nur Glut. Naja, was soll's, ich habe auch Aquaknarre und Blubber. Interessant, dass ich zwei Wasserattacken habe und nur einen Feuerattacke. Ich ziehe meinen Hut vor dir, wow. Kämpft die Frau? Ja, die Frau kämpft. Ich habe ein Level abbekommen, oh, okay. Wo warst du, als die Party lief? Bei Bill, mein Ticket holen. Er hat mich auf die Party eingeladen, scheinbar zu spät. Ratz, fratz. Ja. Los, Carpador! Wieso brennt mein Garados? Wie kann das eigentlich sein? Weil alles brennen kann. Also ich muss danach nochmal heilen, also... Ich auch. Bei dem Bossfight. Alter, was zur Hölle? Warum hat er jetzt so viel Schaden gemacht mit seiner Attacke? Nein, danke, du reflexst mein Bieber nicht weiter. Du kriegst jetzt einen Nidoking in die Fresse. Bescheid, wenn was stirbt und sag mir, ob das Pikachu stark ist. Weiß ich nicht. Mein Fuchtler wird es zeigen. Ich benutze Donnerschock. Es macht zwei. Attacke ist nicht effektiv, also Elektro und Pflanze vertragen sich nicht. Ultrigaria darf also zusammen mit Sandan gegen den dritten Arena-Leiter kämpfen. Mein Sandan müsste noch ein bisschen stärker werden. Mach mal irgendwas, ich habe nicht ganz fertig gelesen. Okay, passt schon, ich wickle ihn gerade zu Tode. Ich glaube, Ultrigaria rettet mir den dritten Orden, weil Sandan noch nicht stark genug ist. Smetbo erreicht Level 24. Smetbo entwickelt sich. Mach mal langsam, hat sie gesagt, wenn ich. Okay. Sonderbomber. Bist du auf dem Weg zum Center? Du warst also nicht in der nächsten Tür? Nein. Dann gehe ich jetzt auch zurück. Oh Mann, ich bin wieder aufs Deck gelaufen. Ja, sowas kann passieren. So. Bist du schon im Center? Ich glaube, ich sollte die Sonderbomber auch auf den PC legen, oder? Ja, hast du das bisher nicht gemacht? Nein, ich hatte es bisher in meinem Inventar, deswegen war meins wahrscheinlich auch voller als deins. Ja, ich habe sogar Elixier abgelegt. Also, ja. Und alle TMs, alle. Ja, die TMs habe ich auch alle abgelegt, ich meine, die brauche ich ja jetzt nicht. Ich habe sogar überlegt, ob ich die Angel ablege. Ich glaube, die hatte ich sogar abgelegt, weiß jetzt aber noch. Oh, ich habe einen Top-Eater, das lege ich auch ab. Genauso wie den Top-Trank. Das brauche ich erst vor der Top 4, das hat jetzt hier noch nichts verloren. Ach, ernsthaft? Bist du dir da sicher? Ja, benutze ich lieber die zwei Übertränke vor dem Top-Trank. Erstmal hoffe ich, dass wir irgendwann Supertränke bekommen. Die Top-Genesung lege ich auch ab. Die, also, ja, vielleicht im achten Orden schon, aber ansonsten wäre das eigentlich Items für die Top 4. So. Mein Sandan ist Level 17 und das schwächste Punkt. Waren wir in Tür Nummer 3 schon? Da waren doch die zwei Trainer von gerade eben drin. Die vierte Tür ist die nächste neue, aber du kannst ja mal reingucken. Okay, die stehen irgendwie woanders jetzt anscheinend. Ja, das wäre schräg. Haben die sich nicht resettet vielleicht? Ich mag Pokémon, die stark und selten sind. Oh, lol. Ah, witzig, das war ja unsere Antwort. Ich bewundere die Stärke deiner Pokémon. Das sind keine Trainer. Wo bist du? Tür
Tür 4. Bin ich reingegangen oder nicht? Ah, okay. Mein Gott, da kommt noch eine fünfte Tür. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Ich weiß ja nicht. Letzte Tür, Dennis. Ich weiß nicht, ob das Trainer sind. Aber vielleicht macht es Sinn, erst den Bossfight zu machen. Sollen wir in die Mitte gehen? Okay, ja. Beide Frauen gleichzeitig bekämpfen. Die Linke kämpft wahrscheinlich gar nicht. Beide kämpfen nicht. Viele Leute werden leicht seekrank. Darf die andere auch lesen? Der Kapitän war kreidebleich. Er sah sehr schlecht aus. Okay. Dann sind wir jetzt vollgeheilt für den Bosskampf. Im Endeffekt. Ja, passt. Also los geht's. Einmal speichern. Was hat denn der als erstes Pokémon? Ich kann's dir gleich sagen. Sieh an, Blau, ich wusste, ich würde dich hier treffen. Blau, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Okay, er fängt bestimmt wieder mit Tauboga an. Das sollte sich nicht geändert haben. Es ist Tauboga, und zwar Level 19. Okay, du Flora for the win. Sandwirbel. Oh, er macht auch Sandwirbel, so ein Arsch. Okay, Schlitzer. Er macht Ruckzuckhiebe, es ging daneben. Haha, mein Schlitzer hat getroffen. Okay. Du Arschloch. Giftpuder. Ach, egal, absorb! Absorbier das Ding, bevor es mich zu Tode sandwirbelt. Er benutzt Windstoß. Heilige Scheiße, 11 KP. Mein Sandan hat Tauboga besiegt. Das fiel mit seinem Sandwirbel richtig asozial. Volltreffer sogar noch, der Sack. Ratika. Okay, ich mach noch einen Absorb. Ich kann, glaube ich, nochmal machen. Heilige Scheiße. Ja. Das Radikal hat einen miesen Volltreffer gelandet mit seinem Ruckzuckhieb. Okay, Level 26. Ich wechsle zu meinem stärksten Pokémon, das kann am meisten tanken. Radikal, Nidoking. Ja, ich nehme gerade Nidoqueen rein. Und er benutzt Rutenschlag. Er hat Tackle verwendet. Fuchtler! Ich fuchtle jetzt dein ganzes Team durch. Boah, ich hatte einen Volltreffer mit dem Body Slam. Achso, du heißt, wenn der stirbt und der nächste einsetzt, dann kannst du gar nichts anderes tun. Er fuchtelt weiter, oder? Er fuchtelt einfach weiter. Das ist ja witzig. Er hat einen Kadabra, Level 18. Jetzt haut der Fuchtler einen Kadabra rein. Es war gewonnen-hittet. Mein Body Slam ist genauso stark. Ich verbrauche aber jedes Mal eine AP. Du nicht. Und Shilock hat's überlebt. Er war nicht gewonnen-hittet. Er hat einen Isaknoss. Wieso hat er einen Isaknoss bei mir, Dennis? Sollte er nicht ein Glutexa haben? Nein. Willst du ihn vorlesen oder soll ich nochmal? Ich habe ihn noch gar nicht besiegt. Mist. Jetzt habe ich ihn besiegt. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Ey, die Musik war viel zu kurz. Hätten sie ruhig länger abspielen lassen können. Okay. Ich denke, das war der letzte Kampf hier, also können wir ruhig da reingehen. Schau mir mal in den Eimer. Manche Dinge macht man besser nicht. Okay. Was war jetzt im Eimer? Sprich das Buch an. Was? Erbrochenes dürfte da drin sein. Warum? 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. Okay, sprich ihn an. Kapitän. Ups, das geht mir gar nicht gut. Ups, Blau massiert dem Kapitän. Oh, so machen wir das in dem Spiel. Ja, wieso? In welcher Edition war das, wo irgendwie der Kapitän mit einem Kind spielt? Ich weiß es nicht. Was laberst du? An sowas erinnere ich mich ja gar nicht. Entweder dritte oder fünfte, die habe ich zuletzt gespielt. Ja, aber... Ah, ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Aber da gibt's doch gar kein Schiff, wo man draufgehen kann. Aber mir ist zu übel. Ich hab's, nimm einfach das hier. Damit bringst du dein Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Er braucht schon Lehrer, wenn er einfach die Matrix-Methode nehmen kann. Ja, stopfen wir die CD ins Pokémon. Hast du eigentlich auch schon Garados? Ich muss mein Bild updaten. Ach stimmt, ich muss mein Bild updaten. Mhm. Hättest du mir mal früher sagen können. Das fällt mir nur jetzt ein. Ich habe meins während der Entwicklung abgedeckt. Wenn Sandan sich doch noch entwickeln sollte, gebe ich dir Bescheid. Oh mein Gott, das Schiff fährt weg! Ja, das ist klar, dass das jetzt macht. Das ist der Punkt, an dem ich
neu starten gedrückt habe, weil ich dachte, ich muss jetzt auf dem Schiff bleiben und ich wäre Game Over gegangen. Bist du bescheuert? Du willst mir nicht sagen, du warst so blöd als Kind. Möglicherweise waren da ein paar Teenager, die mir das eingeredet haben als Siebenjährigen. Möglicherweise. Ich glaube, ich habe es dreimal bis dahin gespielt. Du hast also nicht gecheckt, dass du den Zerschneider bekommen hast. Was mir der bringt? Keine Ahnung, was eine VM macht, denn das ist die erste, die man kriegt. Ja, er hätte vielleicht mal Pokémon gelernt und... Okay, gut, man kann Busch nicht einfach anklicken, das ist ein bisschen scheiße. Also gut, dass du das gerade ansprichst. Zerschneider macht doch 50 Schaden, oder? Das war in der ersten Gen hoffentlich auch schon so. Zerschneider ist, glaube ich, nicht mega... Zerschneider ist, glaube ich, eine der schwächsten Attacken überhaupt, aber okay. Ich bringe Sundown bei. Da haut die Anne ab. Ultrigaria könnte ich es auch beibringen. Ich bring's zuerst Sundown bei, weil ich voraussichtlich... Warte, kann man VMs verlernen in der ersten Gen? Nein, soweit, oder? Es gibt keinen Attackenverlerner, oder? Und man kann ja nicht einfach so eine verlernen. Ja, es ist echt riskant. Ich schau mal, wie stark es ist. Du sagst, es war schwach. Es ist später auf 50 erhöht worden, aber es kann schon sein, dass es anfangs schwächer war. Ich hatte es auf jeden Fall nie als eine starke Attacke in Erinnerung. Ja, steht denn hier irgendwo, ob der Damage sich mal verändert hat? Hier steht 50, einfach nur 50. Es steht nicht, dass es jemals anders gewesen wäre. Also wenn es schon immer 50 war, dann finde ich es zwar nicht schwach. Ich meine, nicht stark, ja, aber auch nicht wirklich schwach. Wie soll ich das denn? Okay, schauen wir mal, wer es denn überhaupt lernen kann. Sag mir, wer dein Tag-Team-Partner ist. Wenn es dein Mirabla kann, dann gebe ich es meinem Ultrigaria nur so als Ausgleich. Faulenzer Schneider wurde aktiviert. Ja. Mein Doofler kann es lernen, mein Glutexo kann es lernen, mein Weavile kann es lernen. Das sind die drei. Sollen wir es den beiden Pflanzen geben oder lieber den, naja. Ich weiß nicht, was lernt denn meine Pflanze noch? Gute Frage. Ich schaue für meine nach, du schaust für deine nach. Okay. Du Flor, was kannst du noch so lernen? Und was genau lernst du, wenn du entwickelt wirst? Ultrigaria erlernt Säure, Rasierblatt, Slam. Ich muss erstmal zu den Attacken. Du Flor Attacke. Und dann Giflor Attacken. Was sind denn die Attacken da? Welches Level habe ich denn hier? Satsenia erlernt. 26. Satsenia erlernt gar nichts mehr. Wir sollten Blattstein nicht zu früh einsetzen. Wenn es bei deinem Giflor auch so ist. Warte mal, Giflor erlernt nur bis Level 19 Attacken. Und ich bin da schon drüber. Duflor lernt bis Level 52 Attacken. Du bist Duflor. Also, warte mal. Ich hätte, ehrlich gesagt, also ich hätte das Pokémon auf Level 1 zu, naja, Giflor machen müssen, damit ich überhaupt was Neues bekommen hätte können. Okay, also ich werde meinem Ultrigaria wahrscheinlich Säure gegen Giftpuder lernen und Rasierblatt gegen... Also ich habe... Warte mal, gab es sowas wie Gigasauger und so noch gar nicht in dem Spiel? Es gibt Megasauger und mehr steht hier nicht, dass es lernen könnte. Ich nehme an, Gigasauger kam erst. Ach, Megasauger muss man mit TM lernen, okay. Ja, wobei vielleicht, es wäre gar nicht mal so schlecht. Okay, eigentlich. Also ich würde Solarstrahl, denke ich mal, lernen. Also Fakt ist, wir geben es unserer Pflanze nicht, oder? Das macht halt... Also jetzt grundsätzlich hätte ich 4 Moves auf jeden Fall, obwohl ich möchte eigentlich auch in der Zerfuder behalten, also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde es später trotzdem jemand anderem beibringen müssen, weil ich nicht glaube, dass wir Sandan Traumato ewig lange im Team haben werden, aber ich bringe es jetzt erstmal Sandan bei, ich kann es später... Was, Sandan? Ich kann es nicht Traumato beibringen. Ja, aber du kannst es, ja, genau, das Problem wird sein, dass wir irgendwann Sandan und Traumato rausnehmen. Und ich dann Zerschneider nicht mehr benutzen kann. Außer ja, mein Gott, dann holst du halt immer wieder, dann holst du wieder mit in dem Moment, den du es brauchst. Wir werden das jetzt nicht zu oft brauchen, weil wir nicht mehr fliegen haben. Ich behalte es jetzt erstmal im Inventar. So, ich will wissen, was Bibo noch lernt. Bibo, was lernst du noch? Bibo lernt bis Level 35 Attacken. Ah, es kann noch Raserei lernen, okay.
soll eine Level 14 Käferattacke? Nadelrakete. Was zur Hölle ist denn das? Wann? Auf Level 30. Ich meine, Agilität ist grundsätzlich nicht mega schlecht, weil es definitiv einen starken Geschwindigkeitsboost macht. Aber das Pokémon kann ja gar keine guten Attacken, so standardgemäß. Kann der irgendeine gute TM lernen? Was zur Hölle? Oh, Bodycheck, Hyperchall. Die Käfer sind aber echt schlecht in der Edition, kann das sein? Sagt das dem Käfertrainer, warte, es gibt keinen Arenaleiter mit Käfer in der Edition. Das Spiel ist darauf basiert, dass der Entwickler des Spiels ein Spiel mit Käfern machen wollte. Und jetzt sind die Käfer die schlechtesten Pokémon? Kommst du denn auf also, die Idee? Davon habe ich noch nie was gehört. Aber natürlich, darauf ist die Basis. Eigentlich sollten wir alle Käfersammler werden, aber dann hat er Pokémon gemacht. Das ist auch viel kreativer und besser. Okay, dann bringe ich es mal meinem Bebop bei, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Bebop versucht, Zerschneider zu erlernen, aber kann es nicht, weil er 4 Attacken hat. Soll eine Attacke zugunsten Zerschneider vergessen werden? Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Fadenschuss. Ach, wenn du die noch hast, ja klar, weg damit. Mein Ultrigarier hat halt 4 sinnvolle Attacken aktuell, deswegen wollte ich es jetzt erstmal nicht machen. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's im nächsten Part und wir werden nicht vergessen und ciao. Ja, tschüss.